1918, nach dem Ersten Weltkrieg, wies das Bad sehr viele Schäden auf und wurde renoviert. Unter anderem war hier Peter Paul Prang am Werk und das ist auch das Erscheinungsbild, wie Sie das Bad jetzt besuchen können. Ja, also wir versuchen uns natürlich weiterzuentwickeln und sind auch auf einem guten Weg, dass wir jährlich investieren. Wir haben hier gerade im Bereich des Sportbeckens sehr viele Erneuerungen, weil es auch den aktuellen hygienischen Standards entsprechen muss. Also wir haben eine Wärmepumpe, die das Becken erheizt. Allerdings im grünen Becken, in unserem Naturbecken, hier ist wirklich noch alles so wie früher und das belassen wir wirklich im Ursprung. Thank you.
Also in den 60er Jahren wurden hier unsere Kabanen gebaut, man sieht die beim Grünen Becken. Und in den Jahren ist immer mehr dazugekommen. Wir haben dann vor einigen Jahren im Wald auch noch Waldkabanen gebaut und ganz kürzlich erst dieses Jahr unser neues Apartmenthaus renoviert. Ursprünglich war unser neues Apartmenthaus die Abfüllung von Füßlauer Mineralwasser. Wir haben momentan eine Wartezeit von fast 10 Jahren, da bei uns auf der Warteliste so um die 300 Personen stehen. Die neuen Apartments sind alles Zweizimmer-Apartments, also man hat quasi einen Wohn- und separaten Schlafbereich, ein kleines Badezimmer und eine Küchenzeile und es verfügt jedes Apartment auch über eine kleine Küche.